one, right? Schön mal wieder sozusagen am Sandstrand zu sein, in der Sandbox. Ja, Tiana, sag ich schon, Tanita, relax hier auf der Schaukel. Ich gehe mal da hoch, hol mir ein Wasser. Hier relaxt auch eine mit Lätzchen vor der Nase am Strand. Naja, es atmet aus. Naja, so ist es halt. Jeder wie er will. Die da drüben, die genießen ihr Bierchen da, die Mädels. Wie man sieht, das Strandleben ist super toll in Ordnung. Hier gibt es Shades, was zu essen. Ja. Und ja, wie gesagt, es wird alles nicht so heiß getrunken oder so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja. Wunderschöner Tag heute. Sollen wir mal ein bisschen Wasserspiele da aufnehmen. Die Wellen sind auch herrlich. Darling, you want some water? I'm nice to you. Yeah? Thank you. Wake you up a little bit. So, hier laufen ein bisschen die Pferde entlang am Bangkau Beach. Das ist eine Scheiß gerade schön. Naja, so ein bisschen Pferdemist hat noch nichts geschadet. Gell? Die Fische, die kacken ja angeblich auch immer ins Meer. Was soll man da dagegen machen? Kann man auch nichts machen. Gell? Solange wir zu viele Menschen reinpacken, geht es immer noch. Der nimmt den Pferdemist sogar mit. Ist ja eigentlich ein gutes Düngemittel. Ne? Aber ja, das funktioniert schon hier. Schau, der nimmt die Pferdeäpfel nimmt er mit. Ach, da habe ich da vorhin was gesehen. Pferdeäpfel vom Grill. Da haben die Dinger gemeint. Jetzt hat er. Ich gehe mit dir zum Wasserfall, da brauchst du gar keine Angst haben. Weil uns zwei vergewaltigt keiner, das schwöre ich. Naja, wenn du Pech hast. Ja, wenn du Pech hast. Ja nie, ja? Na, da wärmen wir uns. Aber. Da hast du vielleicht 500 Watt reingesteckt. Ja. Dann gehörst du kurz. Aber du, ja, das stimmt, die hat 300 Watt einstecken gehabt, die Schweizerin. Das ist traurig genug. Aber das ist ja das Problem, glaube ich, die sehen ja eigentlich nicht nur jetzt gut. Denken, die haben wir Geld. Na, aber der muss Geld haben oder die? Naja, die hat ja wahrscheinlich schon Geld, aber das hat es halt nicht dabei gehabt. Ne? Wer nimmt denn schon mehr wie 1000 Watt nicht mit? Nimmt doch keiner. Also wenn ich weggehe, ich stecke nie mehr wie 1000 Watt ein. Zur Zeit eh nicht. Ne? Hallo. Hallo. Who are you? Hi. Who are you? His girlfriend. Oh. New man is in the town. Ja. New man on the block. Huh? Oh no! Another problem! Ja, ich muss ja mit dem Jürgen noch einmal Interview machen. Da hat ein Fan vom Jürgen, der wollte was wissen. Ich habe es aber vergessen, was er wissen wollte. Weil ihr müsst eins merken, ich kann mir gar nichts mehr merken. Und wenn ich gestern irgendwas gesagt habe, das weiß ich heute schon gar nicht mehr, weil ich bin einfach zu alt und mein Hirn ist leicht porös. Ja, aber es ist ja nicht immer alles so wichtig. Man kann ja einiges auch verdrängen. Ja. Mir reicht schon, wenn ich nachts schon von Corona träume. Das reicht mir schon. Aber keine solche Probleme. Schau dir mal an, wie schön das hier ist. Ne? Ist das nicht herrlich, du? Ein wunderschöner Tag. Es glaub, ist sind sicher viele. Ja, und mehr. Das ist, glaube ich, der längste Strand der Insel. Ne? Naja, ja, der andere ist ja auch noch mal richtig lang, wenn man die Insel verlässt. Aber der ist schon lang hier. Und witzigerweise an dieser Seite ist keine einzige rote Fahne. Naja, weil sie hier, das rentiert sie nicht. A new movie star is born. Jürgen der Austrian. Nur YouTube-Star. In der Sandbox. Ja. In der Sandbox. Ja. Zwei Alkoholiker in der Sandbox, Tanita und Jürgen. Ich natürlich nicht. Na? Naja, du trinkst ja Wasser, du bist anständig. Was? Aber schönes Bild eigentlich. Wasser in der Glaswasserbox.
Wir machen auch unser Yoga. Ne? Wir machen halt ein anderes Yoga. Die hat gerade richtig gute Yoga-Übungen gemacht, die Kleine da. Also die Kleine. Die Frau. Ja, und wie lange arbeiten Sie schon hier am Strand? Als Kellner? Erst seit einer Woche. Erst seit einer Woche. Ja. Und wie finden Sie die Arbeitsbedingungen? Also viel zu laufen. Jeden Tag 50 Kilometer. Na ja. Weil die faulen Säcke, die Touristen sitzen ja hier am Strand und wollen bedient werden. Na ja, gut, aber. Die Bar ist 200 Meter weg. Na ja. Ja, das ist nicht einfach. Da fällt mir jetzt nichts dazu ein, außer Prost. Hier auf Thailand. Zum Wohl. Schaut euch mal an, wie schön das hier ist. Schaut euch mal an, wie schön das hier ist. Oder? Hand davor. Achso. So late for the sunset. Ja, Sunset. Wunderschöner Sonnenuntergang. Und wenig Leute am Strand. Da kann man echt nichts sagen. Herrlich, oder? Und das in der Nebensaison. In der Sandbox am Sandstrand. Eigentlich ist es ja schön, wenn es hier so ruhig ist. Ja, ich bin klar. Nicht so überlaufen. Aber andererseits ist es halt nicht so super für das ganze Einkommen hier. Ne? Aber als Urlauber ist es nicht so schlecht, gell, wenn man mal ehrlich ist. Super, weil es eben nicht proppenvoll ist, nicht alles voll mit Liegestühle oder so. Man kann sich überall frei bewegen. Natürlich meistens nur mit Maske. Aber selbst im Patong hast du ja zurzeit leere Strände. Ne? Da ist ja sonst immer Rimini angesagt. Ja, da hast du ja teilweise fürs Moped wieder mal einen Parkplatz gekriegt. Ja, ja, hast ja mit dem Moped nicht mehr parken können, ja, das war ja grausam. Ja, war ja vor in der Frühweg schon alles voll. Das war nicht mehr schön. Jeder zweite Shop saß ein Mädel heraus, Massas. Sind ja jetzt auch weniger geworden. Aber die sitzen immer noch draußen und hoffen ja, auf aber, Gäste. Ja, aber weniger eben. Ne? Dafür schreien die jetzt lauter. Aber 150 Watt kostet die Massage im Patong, das ist natürlich günstig. Gehst du gern zum Massieren, da könnte man mal hin. Aber ohne Happy End, oder? Naja, ja, logisch ohne Happy End. Ja, ich weiß gar nicht, was er will mit Happy End, ich glaube, der fantasiert. Ja, das ist ja dann das, nach der Massage, wenn die Mädels dann rauskommen, mit dem Luftballon in der Hand und singen dann alle gemeinsam Happy, Happy End. Happy End. Okay. Ja, du wusstest das nicht? Nee. Weil ich so aber du bist hier 20 Jahre. Ja, aber selten zu massieren, selten. Naja. Hollywood lässt grüßen. Hallo, alles gut? Okay. So, hier geht. Hier haben wir einen Bus, billig zu verkaufen. Braucht man nicht mehr restaurieren. Genius Ware, the other one. Where is Francis? This one, right?